Herr Huse. Ja. Ministerium für Arbeit und Soziales, wir haben einen Preis erhalten. Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben heute einen Preis erhalten, und zwar für unser vorbildliches Engagement für Menschen mit Behinderung, sowie unsere WERM-Verfahren, das heißt für betriebliches Eingliederungsmanagement, eine Würdigung unserer vielen, vielen Stunden und Maßnahmen, die wir mit diesen Themen im Sinn unserer Mitarbeiter tatsächlich aufwenden. Menschen mit Behinderung, wie viel gibt es davon bei der SWE und speziell für die, bei der SWE-Service? Ja, also wir haben über 120 anrechenbare Fälle. Das setzt sich zusammen aus Schwerbehinderten plus Gleichgestellten. Und das ist bei 1750 Mitarbeitern schon ein gehöriger Prozentsatz. Ja. Der Preis ist ja mit 10.000 Euro dotiert. Ja. Wo fließt dieses Geld hin? Was passiert damit? Also das haben wir natürlich noch gar nicht besprochen. Wir haben auch das Geld noch gar nicht, also wir können das Fell des Bären noch nicht zerlegen oder verteilen, bevor es da ist. Aber es sollte natürlich unseres Erachtens in die Maßnahmen fließen, die auch vor diesem Hintergrund von uns initiiert werden. Das heißt, wir haben eine Betriebsvereinbarung, eine Konzernbetriebsvereinbarung zur Integration, wir haben eine für die BEM-Gespräche, wir haben das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das heißt, mir würde vorschweben, dass wir natürlich das Zweck entsprechend in eine dieser Maßnahmen oder mehrere einfließen lassen. Sehr schön. Dann herzlichen Glückwunsch und schönen Dank fürs Interview. Danke sehr.